hat, kaputt. Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Und einen wunderschönen guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute mal wieder mit einem... diesmal mal mit einem Crazy Friday Thema. Ihr habt es euch gewünscht, wir haben lange, lange keins mehr gehabt. Und zwar ein verrücktes, vielleicht nicht ganz ernstzunehmendes Thema. Heute Abend wollen wir mal darüber sprechen, worauf könntet ihr 4 Wochen verzichten? Stellt euch vor, ihr müsstet 4 Wochen auf eine ganz selbstverständliche Sache verzichten. Sowas wie Internet. Wen habe ich hier? Da ist jemand mit der 994. Guten Abend. Mahlzeit, hier ist Gerd Cartoon. Ja, auf was kann ich so verzichten? Ja, was ich aber sonst tagtäglich mache, ne? Genau. So, ja, also auf was könnte ich da verzichten? Es fällt mir eigentlich ganz einfach, auf den Menschen selber. Ja, also auf den kann ich total 4 Wochen, da hänge ich auch noch 6 Wochen dran, ja. Kann ich komplett verzichten. Einfach mal mitten in die Wildnis rein und ich mit der Natur eins, Beste. Ja, das ist ein cooles Bild, was man da jetzt so, was du gerade kopfkinomäßig kreiert hast. 4 Wochen einfach mal out of order, einfach mal raus, einfach mal weg. Einfach mal weg, ohne Regeln. Ohne eine Menschenseele. Irgendeines dummes Geschwalls. Würdest du 4 Wochen aber mit dir selbst aushalten? Hast du schon mal ein paar Wochen nur mit dir selbst? Ja, ich habe alles in meinem Leben schon durchgehabt, von obdachlos bis jetzt Normalstatus. Ja. Also ich muss wirklich sagen, mein heutiges Leben finde ich geil, ja, aber ich will meine Straßenleben möchte ich auch nicht missen. Die Freiheit, die man hat, ja, einfach sich auf keinen verlassen müssen oder sowas, einfach tun und lassen, was man will. Wie würdest du dich 4 Wochen lang beschäftigen, ohne einen Menschen, mit dem du reden kannst? Würdest du dein Handy mitnehmen, damit du dir YouTube-Videos angucken kannst? Jetzt ganz übertrieben gesprochen. Oder sagst du, bitte? Nein, gar nichts. Nichts aus der Zivilisation, was jetzt unbedingt so zur Bespaßung dient. Was würdest du dann aber 4 Wochen machen? Wird dir dann nicht irgendwann mal total langweilig, spätestens nach einer Woche? Ja, das sagen eigentlich Menschen, ja, die nichts anderes tun, außer Fernsehklotze, ja, oder sowas, ja, oder Videospiele spielen. Ich sag das, weil ich fragen muss. Ich sag mal so, wenn Winter ist oder sowas, dann ist man genug gefangen, ja, im Haus, weil es kalt ist, weil es Wetter mies ist und das, ja, aber in so einer Zeit wie jetzt der Sommer und so, ja, und da entdeckt man so viele schöne Sachen, ja, dafür ist das heutige Auge einfach blind, ja, wie zum Beispiel Blumen, Schmetterlinge, die man eigentlich nur noch aus YouTube-Videos oder so sieht, ja, die sieht man vor Augen, ja, wenn man in einem Gebiet wohnt wie Eifel, wo ich herkomme, ja, oder wo ich früher gelebt habe, in der südlichen Weinstraße in Rheinland-Pfalz, das sind Naturspektakel, ja, die sind so klein, ja, die sieht man im Alltag gar nicht, ja, und die machen so viel aus, ja, da brauche ich mir keinen im Sommer oder so einen Mensch zu geben, der mich zuschwallt oder sonst was. Da fühle ich mich draußen geborgen, ja. Da gibt's dann ein Gesetz, das ist stärker als der Mensch selber, das ist die Natur. Und da hat ein einzelner Mensch, ja, einen Heidenrespekt. In der Gruppe, ja, in der Masse, in der Zivilisation, ja, ist der Mensch so, möchte so göttlich sein, ja, und sagen, ja, ich kann die Natur beherrschen und kriegt trotzdem nicht auf den Appel, ja. Aber in der Natur selber drin, ja, am besten alleine, vielleicht noch eine Partnerin oder so mitnehmen, wo sowas macht, ja. Und dann einfach weg, als gäbe es die Menschheit nicht. Einfach mal für 4-5 Wochen weg. Und wie gesagt, da hänge ich auch 6 Wochen dran, ja. Stell dich mir auch sehr, sehr spannend vor. Erlaub mir bitte eine Frage. Und die soll jetzt nicht komisch klingen. Die klingt zwar komisch, aber magst du dich selbst? Also glaubst du, du würdest mit dir selbst, wenn es von dir nochmal ein Spiegel, ein Duplikat gibt, würdest du mit dir selbst klarkommen? Oder sagst du, nee, ich bin so ein bisschen eigen, ich würde mich selbst wahrscheinlich nicht mögen.
Ich sag mal so, ja, ich als Avatar, ja, so sehe ich mich, ja. Ich bin mein geilster Held. Also du bist mit dir im Reinen und du magst dich auch und du würdest es auch mit dir selbst aushalten. Wie schon gesagt, ich als Avatar, ich als Mensch, ja. Ich finde mich so, wie ich bin, ja, genial, geil, eher so selbst. Aber als Wesen auf diesem Planeten, ja, ich bin ein sehr tiefgründiger Mensch, ja, als Wesen auf diesem Planeten, ja, finde ich nichts Perverseres und Krankeres als der Mensch selber, ja, weil wenn man sich mal alleine schon mal die Kühltheke anguckt, ja, Schwein mit Rind vermischt oder mit Hühnchen, ja, also wie perverser geht denn das, ja, das hat man gelebt und die zwei Komponente können eigentlich gar nicht zusammen, aber der Mensch genießt, ja, oder schmeißt kleine männliche Küken in den Schredder, ja, damit du für Kinderparty, ja, dann ein paar Nuggets da sind. Ey, wie krank ist denn das? Macht man das mal mit einem normalen Kind, ja, klingt man pervers, ja. Also das, was für eine verkehrte Welt. So sehe ich das. Ein anderes Thema. Gerd, dann erlaub mir noch die letzte, und zwar die andere Seite. 4 Wochen ohne andere Menschen in die Wildnis, aber worauf könntest du nicht 4 Wochen verzichten? Nicht 4 Wochen verzichte, eigentlich könnte ich auf meine Familie. Nicht 4 Wochen auf die Familie, okay. Wir reden gleich weiter, kurze Pause, bis gleich. Erdbeeren und Sahne, Sonne und Meer, Volksfest und Dirndl, Festival und Gummistiefel, Romeo und Julia, Geld und Shoppen, Clubs und High Heels. Die beste Kombo hörst du samstags, die Big FM Spotify Show. Die erste und bigste im deutschen Radio. Hör die coolsten Songs der anderen Länder und die Big Top 20 Spotify Germany. Jeden Samstag ab 4:15 nur auf Big FM. Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Die Night Lounge heute mit dem Thema, worauf könntet ihr 4 Wochen verzichten und worauf auf keinen Fall. Gerd aus Simmerath ist bei mir in der Leitung und er sagt, ich könnte 4 Wochen ohne andere Menschen sofort in die Wildnis, ich würde sogar noch 6 Wochen verlängern, weil ich das einfach liebe, weil ich das toll finde irgendwie. Und ich würde auch mit mir selbst klarkommen, auch wenn ich mit keinem 4, 6 Wochen reden kann, das wäre einfach eine schöne Zeit für mich. Und jetzt habe ich dich gefragt, worauf könntest du nicht 4 Wochen verzichten und du sagst, auf die Familie. Aber widerspricht sich das nicht? Auf der einen Seite wärst du bereit, 4 Wochen auf alle zu verzichten und dann aber 4 Wochen nicht auf die Family. Das heißt, du hättest selbst in der Wildnis ein bisschen Kontakt mit der Family, oder wie? Ja, zumindest sage ich mal so, ein Telefon wird ja immer mitgenommen, Handy, das wird aber nie großartig benutzt. Also das ist nur für Notfälle, wenn jetzt mir was passieren würde oder sowas. Ja. Ja, ein Bein brechen würde oder sowas. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, ja. Und das sind dann so Punkte, wo ich dann für Arzt oder für meine Frau oder sowas, oder wenn ich abgeholt werden muss oder sowas, ja. So Notfallsding würde, glaube ich, sich jeder selbst auf der einsamen Insel mitnehmen, ja, selbst wenn es nichts bringt, ja, letztendlich. Aber ja, ich könnte nicht auf meine Familie verzichten. Das Verzicht heißt ja so viel wie Tod aus der Welt für immer weg. Ja, und wenn ich mir sowas als Begriff nehme, ja, dann sage ich, nee, auf meine Familie könnte ich nicht verzichten. Da würde ich sogar so ein Survival oder sowas, da könnte ich eher drauf verzichten. Ja. Okay, Gerd, dann war's das auch schon. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Ja, hat Spaß gemacht. Danke, mach's gut, ciao. So, wir haben ein bisschen weniger als eine halbe Stunde und der nächste Anrufer hat die 455. Guten Abend. Guten Abend, Florian hier aus Münster. Florian aus Münster, NRW. Das war ja mal cool, Leute. Das war ja mal richtig cool. Ich war bei Big FM, Mann. Ich war bei Big FM Rheinland-Pfalz. Yeah! Auf was kann ich verzichten? Auf die Menschen, Digga, auf die Menschen! Jo.